tolle Aussichten gibt es aktuell, nicht nur hier in Japan, sondern natürlich auch an den Märkten. Wir haben es gesehen, wir sind im Bereich der Jahreshöchststände. Gut, das ist jahresanfangs nicht ganz so schwer, aber nachdem wir doch einen deutlichen Rücksetzer hatten, auch im Zuge der Nachrichten, ist das durchaus eine Nachricht wert, dass der Markt jetzt eben wieder zurückgekommen ist und das nicht nur einfach, dass er sich hoch gekämpft hat, nein, er scheint zu fliegen. Das heißt, das gesamte negative Sentiment, das sich aufgebaut hatte aufgrund der Nachrichten, das scheint komplett ausgehebelt zu sein und der Markt scheint sich entsprechend positiv im Moment zu positionieren, bullisch ohne Ende, also kein Zweifel eigentlich daran, dass der Markt nach oben weiter sich entwickeln sollte. Das gilt natürlich nur für die Aktienmärkte. Der DAX sehr, sehr zügig unterwegs. Wir haben hier sehr deutliche Zugewinne. Allerdings muss man sagen, der Dow Jones, der steht dem im Nichts nach. Umgekehrt ist es natürlich bei Gold aktuell. Da sind wir auf der Abwärtsseite. Beim Euro gegen US-Dollar beispielsweise und auch beim Rohöl sind wir im Abwärts-Move. Also genau das Gegenteil von der Bewegungsrichtung. Na gut, lassen wir das Ganze mal so über uns ergehen. Das Schöne ist, dass diese Bewegung sehr, sehr einhellig ist. Das heißt, man eigentlich nicht wirklich viel Zweifel haben muss, ob das jetzt die aktuelle Richtung sein soll. Wer jetzt das verpasst hat und noch überlegt, kann ich jetzt noch, dem würde ich dringend empfehlen, erstmal abzuwarten, dass wir in welcher Größenordnung auch immer, aber irgendwas Korrektives nach unten bekommen, um dann gegebenenfalls seine Einstiege zu planen. Das ist in jedem Fall besser. Nur dann geht es dann auch tatsächlich weiter nach oben. Naja, was für eine Analogie. Aber wenn es sich gerade anbietet, hier die Rolltreppe, dann will ich die durchaus bringen. So übrigens tapfer steht man in Japan an, wenn die Rolltreppe voll ist, dann wird ganz tapfer hier angestanden und nicht irgendwie gedrängelt oder sonst irgendwie was. Insgesamt gesehen bleiben wir mal ruhig auf diesem Bild, dann ist ein bisschen spannender. Heute nicht so viel nachrichtentechnisch. Wir haben die Initial Jobless Claims, die den Markt möglicherweise beeinflussen können. Aber wer glaubt im Moment wirklich daran, dass die Arbeitsmarktdaten, die wöchentlichen, wirklich einen Impact hat auf den Markt? Ich weiß es nicht. Das ist, denke ich mal, für die meisten nicht wirklich so interessant. Im Gegenteil, es sind sicherlich andere Nachrichtensituationen. Wie sieht es im Fernost aus? Haben wir da noch irgendwie was zu erwarten? Beispielsweise. Das ist sicherlich das, was relevanter aufgefasst wird und den Markt deutlich mehr bewegen dürfte, wenn da mal eine Nachricht kommt. Also, es bleibt bullisch weiterhin. Die Frage, die man sich stellen kann, wie weit geht das? Da haben wir die ein oder andere Widerstandsmarke voraus und beim DAX sind wir nicht mehr so arg weit entfernt vom Allzeithoch. Und wir wissen ja, dass standardmäßig, na, das ist vielleicht übertrieben, aber sehr häufig eben der Markt, wenn er sein Allzeithoch eben getoppt hat, der Markt erstmal oder auch ein Zwischenhoch möglicherweise erstmal wieder runterkommt. Das ist so häufig, dass man fast schon darauf wetten könnte, auch wenn ich das so formuliert niemals sagen würde für uns an der Börse. Trotz alledem, der Hinweis, wir müssen damit rechnen, dass wenn wir das dann tatsächlich mal gerissen haben, der Markt dann auch wirklich mal wieder nach unten kommt. Und das gilt jetzt im kürzeren Bild möglicherweise sogar für den Dow Jones, denn der hat ja einen deutlichen Run jetzt hingelegt, sehr einheitliche Bewegung, der DAX natürlich auch, aber der Dow Jones jetzt quasi wieder ein Allzeithoch gebildet, das letzte Hoch da wieder rausgenommen und dementsprechend eigentlich die beste Voraussetzung dafür geschaffen, dass er jetzt dann doch nochmal irgendwann dreht. Und da hängt es jetzt davon ab, geht es steil runter, dann ist die Liebesmühe nach oben erstmal vorbei, geht es wackelig runter, womit man ja durchaus rechnen kann bei dieser dynamischen Bewegung, dann würde das bedeuten, dass wir noch weitere Anstiege zu erwarten haben, das eben als Einstieg nutzen können. Ja, klingt langweilig, ist es eigentlich auch, weil, ich sag mal, im Moment sind die Richtungen ja relativ klar definiert, aus meiner Sicht allerdings extrem wichtig, nicht zu später noch mit einzusteigen. Ich weiß, das ist immer sehr schwer, das zu sagen, wenn der Markt ja schon gelaufen ist. Man ist quasi immer zu spät, je nachdem, auf welcher Zeitebene man unterwegs ist. Aber jedweder Rücksetzer kann für einen neuen Anstieg genutzt werden. Dann sollte der Stop allerdings auch auf genau diese Bewegungsausrichtung dann oder Bewegungsgröße dann ausgerichtet werden. Das ist aus meiner Sicht wichtig. So, mit diesem Lichtspiel hier auf dieser Seite und nochmal im abschließenden Gruß von meiner Seite drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie heute auf der richtigen Seite sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.